أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. رسول الله رسول الله ربنا، وبالإسلام أحيانا، وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأترعنا متى ضمئت بنا الأرواح إيمانا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Ich denke, ihr liebt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Liebe Geschwister, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah azza wa jal hat es uns heute wieder ermöglicht, hier in eines seiner geehrten Häuser uns zu versammeln, um seinen heiligen Namen, seinen edlen Namen zu lobpreisen. Und das ist die Gunst, die ein Muslim bekommt. Und subhanallah al-azim, wenn wir doch nur wüssten, an welchem Platz wir uns gerade befinden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Masajid sind Allahs liebste Häuser. Nicht dein eigenes Haus, die Moschee. Und ein Gläubiger muss sich in der Moschee wohler fühlen als zu Hause. Sagt man, ich habe hier keine Playstation und ich habe hier keinen Farbfernseher und ich habe... Du hast hier das Beste, was du brauchst, Nahrung für deine Seele, und das ist Dhikrullah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns wahre Reichtum in unseren Herzen geben. Und das ist nur Dhikrullah, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ala bi dhikrillah, hä? Tatma'innul Qulub, werden die Herzen nicht nur mit dem Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala ruhig. Du hast selber vieles ausprobiert im Leben, du weißt das am besten. Niemand weiß das besser als du. Hat dich das zufrieden gemacht? Wie oft bist du hinter Frauen hergerannt? Hat dich das zufrieden gemacht? Und die Puste ist dir auch irgendwann ausgegangen, weil so schnell warst du auch nicht immer. Wie oft warst du in der Diskothek? Hat dich das wirklich zufrieden gemacht? Hat dir nicht irgendeines Tages dein Herz geflüstert, ich bin nicht zufrieden mit diesem Leben? Und dann hast du gesagt, ich möchte bereuen, denn das kann nicht das wahre Leben sein. Du hast richtig gelegen. Wallahi, das kann nicht das wahre Leben sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir das im Koran. Man amila salihan min dhakarin aw untha. Derjenige, der Gutes macht, von einem Mann oder von einer Frau. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist gerecht. Und jetzt kommt die Bedingung, wa huwa Mu'min, und er ist ein Gläubiger, فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, den werden wir ein schönes Leben bescheren, wie die Gelehrten sagen, ein wunderschönes Leben in der Dunya und in der Akhira. Möge Allah uns Glückseligkeit geben. Die Salaf waren mit so wenig zufrieden und sie haben nicht das gehabt, was wir alles in unseren Häusern heute haben. Wir haben vieles in unseren Häusern, aber wir sind nicht zufrieden. Woran liegt das? Der Reichtum im Herzen ist nicht vorhanden. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dann macht er dich reich, obwohl du das elendigste Leben hast. Ey wallah. Denn Allah hat die Zufriedenheit der Herzen in der Hand. Und nicht die Menschen, liebe Geschwister. Und es ist auch nicht der Besitz, der dich zufrieden macht. Wie viele reiche Leute haben wir gesehen, die schon Selbstmord gemacht haben. Und schaut mal in Amerika, die ganzen Reichen und Prominenten und Hollywood-Stars. Keiner lebt, außer dass er einen Psychoknacker hat. Ihr wisst, die haben alle einen Psychologen. Und der Psychologe selber ist verrückt. Das heißt, ein Verrückter redet mit einem Verrückten. Und was kann dabei herauskommen? Was denkt ihr? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor allem Schlechten bewahren. Liebe Geschwister, ein wunderschönes Thema heute an euch. Und zwar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Umgang mit seinen Ehefrauen. Und wir richten eine Botschaft an die Presse. Es wäre auch schön, wenn ihr solche Unterrichte bei euch auf der Hauptseite macht. Und nicht nur Mehmet 22 hat jemanden zusammengeschlagen. Er hat einen Fehler gemacht, aber das ist nicht der Islam. Ali 23 hat ein Auto geklaut. Das war Ali und nicht der Islam.
Aber leider, subhanallah al-azim, sehen wir das in der heutigen Zeit, liebe Geschwister. Alles, was ein Muslim macht, wer ist daran schuld? Der Islam. Und wenn es aber bei den anderen Leuten, wenn es bei den anderen Leuten eine Fehltat gewesen ist, dann ist nur derjenige der Verrückte. Wenn eine Frau zum Beispiel ihre Kinder irgendwo in die Mikrowelle tut, was ja auch schon vorgekommen ist, dann, subhanallah, ist sie eine Durchgedrehte. Aber man sagt nicht das Christentum oder eine andere Religion. Deswegen, liebe Geschwister, wisset, ihr seid auf dem richtigen Weg und ihr werdet nicht auf dem richtigen Weg, wenn ihr nicht bekämpft werden würdet. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِاللَّهِ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Und so haben wir jeden Propheten einen Feind bestimmt. Das ist die Sunna von Allah. Jeder Prophet musste einen Feind bekommen. Das bedeutet jemand, der ihm das Leben schwer macht. Das kann eine Person sein, das können mehrere Personen sein. Das bedeutet, liebe Geschwister, jeder Prophet hat einen Feind zur Seite gestellt bekommen. Subhanallah al-Azim. Warum? Allah möchte uns prüfen, ob wir zu der Gruppe Allahs gehören oder zur Gruppe von Shaitan. Ob wir von Hezbollah sind, nicht diese schiite verrücktische Gruppe, ja. Hezbollah, nicht, dass sie denken, wir sind erwähnt im Koran, das seid ihr nicht, wallahi, das seid ihr nicht. Hezbollah, das sind diejenigen, die glauben an Allah subhanahu wa ta'ala und folgen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das sind Hezbollah, die Gruppe von Allah subhanahu wa ta'ala, möge Allah azza wa jal uns unter ihnen machen. Und es gibt nur noch die andere Gruppe, nichts dazwischen, Hezbollah, ja, Ash-Shaytan. Du kannst selber auswählen. Allah hat dir die Wahl gegeben, zu welcher Gruppe du gehören möchtest. Aber sei dir sicher, wenn du die Gruppe Hizbu Shaitan auswählst, so wird der Shaitan sich über dich lustig machen. Er führt dich in die Irre, bis du beim Kufr gelandet bist, weil er yadu billah, beim Unglauben. Und dann wird er dir sagen, inni akhafullah, rabbal alamin. Ich fürchte mich vor Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Ich sage mich von dir frei. Schau mal, die ganze Zeit hat er dich gezogen bis zum Kuffer, bis du im Unglauben gestorben bist und dann sagt er, ich spreche mich frei von dir. Subhanallah al-Azim. Ist das nicht eine Erniedrigung? Eine Erniedrigung, dass du ihm überhaupt gefolgt bist und noch eine größere Erniedrigung, dass er sich sogar von dir freispricht. Du bist für ihn sogar zu schlecht. Möge Allah uns bewahren. Du bist für ihn sogar zu schlecht für Shaitan, als dass er sich mit dir verbündet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Ehefrau. Und jeder sollte wissen, liebe Geschwister, und wir schreien das in die Welt hinaus, mit vollem Mund. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war das beste Vorbild. Ey wallah. Er war das beste Vorbild auf der gesamten Welt. Und er hat uns beigebracht, sallallahu alaihi wasallam, wie wir eine glückliche Ehe führen können. Und wie wir uns verhalten müssen, damit unsere Frauen uns auch lieben. Ey wallah, das ist sehr wichtig, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hatte wie viele Ehefrauen gehabt? Wer sagt mir das? Wie viele Ehefrauen hat, wer hat 17 gesagt? Wie viele Ehefrauen hat der Prophet Muhammad sallallahu gehabt? Tufan? 9, richtig, die auch gelebt haben. Und ihr wisst, 2 sind gestorben, also er hatte ursprünglich 11, 2 sind gestorben, also sind 9 übrig geblieben. Das heißt, er hat 9 Ehefrauen gehabt, keine leichte Sache. 9 Ehefrauen gehabt und trotzdem war er der Beste zu seinen Ehefrauen, ein echtes Vorbild. Und das, obwohl der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der beschäftigste Mann der Welt gewesen ist. Allahu Akbar. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Im Gesandten Allahs ist euch ein schönes, ein vortreffliches Beispiel gegeben worden. Ein Beispiel zum Nachmachen. Er war ein Vorbild. Er hatte 9 Frauen gehabt, keine leichte Angelegenheit. Er hat die Menschen zu dem Weg gerufen, zu dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala und auch die Jinn, liebe Geschwister. Und er hat sich um die Sorgen und Probleme der Menschen gekümmert, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat gegen die Feinde Allahs gekämpft, die den Islam bekämpfen wollten. Und trotz alledem war er der Beste zu seinen Frauen. Niemand war besser als er. Er hat keine einzige Frau von den 9 Frauen vernachlässigt. Allahu Akbar. Er hat keine einzige Frau von den 9 Frauen vernachlässigt, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Und geht mit ihnen, das heißt mit euren Ehefrauen, auf gute Art und Weise um. Und wir wissen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war ein laufender
Koran. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm im Koran vorgeschrieben hat, hat er umgesetzt, sallallahu alaihi wa sallam. Wenn du den Koran kennenlernen wolltest, musstest du nur den Propheten sallallahu alaihi wa sallam beobachten, was er tut. Allahu Akbar. So war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat uns eine schwere Botschaft gegeben. Er sagte, fattakullah, fattakullaha fin nisa. So fürchtet Allah bezüglich eure Frauen. So fürchtet Allah bezüglich eurer Frauen. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُمْ بِأَمَانَةِ اللَّهِ. Denn ihr habt sie unter dem Schutz Allah subhanahu wa ta'ala genommen. So fürchtet Allah diesbezüglich. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِي أَهْلِي وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِي أَهْلِي. Die Besten von euch sind die Besten zu ihren Ehefrauen. Die Besten von euch sind die Besten zu ihren Ehefrauen. Und ich bin der Beste zu meiner Frau. Das ist der Maßstab. Versuche jetzt, diesem Maßstab zu folgen. Der Prophet sallam hat hier keinen anderen genannt als sich selber. Sallallahu alaihi wasallam. Denn wahrlich, es wäre vielleicht möglich, einen anderen zu übertrumpfen. Aber bist du derjenige von den Muslimen, der denkt, dass er den Propheten Muhammad sallam übertrumpfen kann? Niemals. Aber du kannst dich ihm annähern, indem du tust, was er sallallahu alaihi wasallam dir geboten hat. Liebe Geschwister, viele Männer sagen, meine Ehe läuft nicht besonders gut. Es gibt oft Streit. Und fast kommt es zur Prügelei zwischen Mann und Frau. Sowieso, die Frauen ziehen auch heutzutage Boxhandschuhe an. Ihr wisst das. Ja, alhamdulillah, man ist ja fortschrittlich und unabhängig. Na, das bedeutet, wie geht es weiter mit dieser Sache? Soll man unglücklich bleiben? Oder besser gesagt, was uns interessiert, was ist der Grund, dass jemand viele Probleme in der Ehe hat? Schaut mal, was die Gelehrten sagen. Deine Sünden sind möglicherweise der Grund dafür, dass du so viele Probleme in der Ehe hast. Deine Sünde. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Und derjenige, der sich von meiner Ermahnung abwendet, so wird er ein enges, beklommenes Leben führen. Ein Leben voller Ärgernis. Ein Leben voller Sorgen, voller Nöte, voller Schwierigkeiten, liebe Geschwister. Allah macht ihm die Brust eng und gibt ihm keine Zufriedenheit in seinem Herzen. Warum? Weil er sich von der Religion Allahs subhanahu wa ta'ala entfernt hat. Deswegen erwarte nicht, dass wenn du die Religion Allahs nicht richtig praktizierst und Allah immer um Vergebung bittest, dass auch du eine glückliche Ehe hast. Einer der Salaf sagte, wenn ich gesündigt habe, so habe ich dieses an meinem Maulesel gemerkt, dass er mir nicht gehorcht und an den Problemen mit meiner Frau. Und an den Problemen mit meiner Frau. Subhanallah al-Azim, das sollte uns aufwecken, ob es nicht die Sünden sind, die uns so ein schwieriges Leben mit unserer Ehefrau bereiten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat uns gesagt, eine Frau wird wegen vier Gründen genannt. Eine Frau wird aus vier Gründen genannt. Er sagte, tunkah al-mar'a li-arba. Eine Frau wird aus vier Gründen geheiratet. Li-maliha, wa-li-hasabiha, wa-jamaliha, wa-li-diniha. Gehen wir das durch. Aus welchen Gründen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt? Ha? Erstmal aus welchem Grund? Aus ihrem Namen, weil sie vermögend ist. Dann wegen ihrer Abstammung. Die Schönheit kommt immer sofort, das ist klar. Erstmal aufgrund ihres Vermögens. Dann aufgrund ihrer Abstammung. Dann aufgrund ihrer Schönheit. Und zum Schluss aufgrund der Religion. Das sind die Gründe, die der Prophet Muhammad uns genannt hat. Wie verstehen jetzt manche Leute den Hadith? Fangen wir mal gleich an mit dem Geld. Hä? Dann sucht er sich eine reiche Frau. Nein, der Hadith ist noch nicht zu Ende. Der Prophet Muhammad sagte, wählt die aus mit der Religion. Allahu Akbar. Eine Frau wird allgemein aus vier Gründen geheiratet. Der Prophet hat uns aber nicht gesagt, wir sollen sie aus diesen Gründen heiraten. Nein, allgemein wird eine Frau aus diesen vier Gründen geheiratet. Und der Muslim, der Gläubige, der sich die Sache leicht machen möchte, er heiratet was für eine Frau? Eine gläubige Frau, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً wa Wir haben zwischen dem Mann und der Ehefrau was gemacht? Mawadda. Mawadda bedeutet Liebe und Rahma. Und Barmherzigkeit. Wir haben zwischen dem Ehemann und der Ehefrau Liebe und Barmherzigkeit gemacht. Was bedeutet das, liebe Geschwister? Natürlich, die Liebe, manchmal steigt sie gegenüber einer Frau und manchmal sinkt sie. Und es kann sein, dass die Liebe fast verschwindet. Aber was muss immer bleiben bei einem gerechten Muslim? Die Rahma, barakallahu fikum. Die Rahma muss immer bleiben. Denn die Rahma
Die Barmherzigkeit sorgt dafür, dass du immer gerecht bist zu deiner Frau. So wie ein Salaf-Gelehrter gesagt hat zu den Frauen, heiratet einen gläubigen Mann. Denn wenn er die Frau liebt, wird er ihr alles geben, was sie verlangt von ihm. Und wenn er sie nicht liebt, so wird er sie zumindest nicht ungerecht behandeln. Rahma. Wenn er sie liebt, dann wird er alles für sie tun, was sie im Leben begehrt. Aber wenn er sie nicht liebt, dann wird er nicht ungerecht zu ihr sein. Und wie viele Männer sind ungerecht zu ihren Frauen, weil sie sie nicht lieben? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Liebe Geschwister, viele Männer sind unzufrieden mit ihren Frauen, weil sie sagen, meine Frau ist nicht perfekt. Aber die Frage ist erstmal, bist du selber perfekt? Du bist selber nicht perfekt und erwartest aber, dass du eine Frau heiratest, die perfekt ist. Man soll mit seiner Frau gut umgehen. Man soll ihr klar machen, dass man sie liebt. Und dieses in allen Situationen. Manche Männer sagen vielleicht, Alhamdulillah, meine Frau ist eine gläubige Frau und sie kümmert sich sehr gut um meine Kinder. Aber das Essen, was sie macht, nicht mal unsere Katze ist das. Es kann sein, dass ein Mann so eine Frau zu Hause hat, liebe Geschwister. Aber subhanallah, der Prophet Muhammad s.a.w. hat etwas sehr Schönes gesagt. Er sagte, La yafrak mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqa radiya minha akhar. Der Mann, der gläubige Mann, soll seine gläubige Frau nicht hassen. Nicht hassen. Denn wenn er eine Sache von ihrem Charakter nicht mag, so mag er dafür eine andere. Subhanallah. Das heißt, du musst immer abwiegen. Es kann sein, dass eine Frau in dieser Sache Schwäche hat, aber in der anderen Sache ist sie sehr, sehr stark. Subhanallah, einer sagt vielleicht sogar, meine Frau sorgt immer dafür, dass die Wohnung sauber ist und sie kocht sehr gut, aber ihr Iman ist schwach. Ihr Glaube ist schwach. Deswegen ist es deine Aufgabe, dass du sie zu dem richtigen Weg führst. Allah hat dir als Mann die Aufgabe gegeben, die Frau zu führen. Wenn das Gebet bei ihr vernachlässigt wird, wenn sie das Gebet vernachlässigt und sie keine große Lust manchmal hat zu beten, weil sie noch einen schwachen Glauben hat, dann bringt man sie dazu, mit Liebe zu beten, liebe Geschwister. Sag ihr, du weißt doch, dass Allah subhanahu wa ta'ala nur diejenigen liebt, die ihn lieben. Und wenn man sagt, dass man Allah liebt, dann tut man auch, was Allah subhanahu wa ta'ala dir befohlen hat. Und wenn man dieses tut, dann bekommt man das Paradies. Erkläre ihr mit schönen Worten, dass sie sich der Religion mehr zuwendet, liebe Geschwister. Du sagst, dir hat jemand außer Allah dich erschaffen und dir dein Leben geschenkt. Versorgt dich jemand anderes mit Essen und Trinken außer Allah subhanahu wa ta'ala? Hat jemand anderes außer Allah uns heiraten lassen? Schenkt jemand anderes außer Allah uns unsere Kinder, die du so sehr liebst? Ich möchte mit dir in das Paradies. Ich möchte, dass du meine Frau im Diesseits, aber auch im Jenseits bist. Aber das wird nur gehen, wenn wir uns beide anstrengen. Was denkt ihr, wenn man so mit einer Frau redet, ob sie dann dieses macht, was der Mann ihr sagt, und das ist nur besser für sie, oder ob sie bei ihrem alten Weg bleibt? Liebe Geschwister, auch wenn eine Frau jetzt noch nicht richtig bedeckt ist, aber sie hat gesagt, ich möchte diesen Weg gehen, inshallah ta'ala, aber langsam mit mir, weil es ist nicht leicht für mich. Und in der Tat, es ist nicht leicht hier in Deutschland, dass eine Frau sich bedeckt oder sogar den Niqab trägt. Ihr wisst, liebe Geschwister, leider, es gibt viele unwissende und unbarmherzige Menschen, die unsere Frauen beschimpfen, beleidigen und teilweise auch schlagen auf den Straßen, weil sie so anders aussehen. Aber subhanallah al-azim, wenn eine Nonne durch die Straße läuft, kein Problem, ja? Aber wenn Fatima bedeckt ist, Riesenproblem. Was heißt das? Das ist ein klarer Hass gegenüber dem Islam. Möge Allah die Leute recht leiten. Wenn deine Frau noch nicht richtig bedeckt ist, dann erklär ihr, dass wenn sie Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht, dann wird Allah azza wa jal sie reichlich dafür belohnen. Subhanallah, du kannst ihr das auch witzig erklären. Ein Mann, er war einmal mit seiner Frau und er hat gesehen, seine Frau bedeckt sich nicht richtig und er wollte gar nicht mit ihr rausgehen. Eines Tages hat sie ihn darum angebettelt, dass sie rausgehen. Und sie wollte wieder halb Nacht rausgehen. Dann hat er keine Hose angezogen. Er hat alles angezogen, außer die Hose. Dann sagt sie zu ihm, was ist das? Er sagt, ich möchte mit dir rausgehen. Sie sagt, so willst du mit mir rausgehen? Du bist ja nicht mal richtig bedeckt. Er sagt, und was ist mit dir? Und was ist mit dir? Ich habe meine Aura nicht richtig bedeckt. Hast du deine Aura richtig bedeckt? So, dass sie auch versteht, liebe Geschwister. Und in einer Ehe kommt es natürlich zu Streit. Das ist ganz normal. Und manche Männer denken, nein, wenn ich ihr dauernd verzeihe, dann steigt sie mir irgendwann auf den Kopf. Und dann wird sie mit mir machen, was sie will. Nein, liebe Geschwister.
er sagt, ich bin jetzt sauer auf sie und sie soll spüren, dass ich sauer auf sie bin. Der Prophet Muhammad sallam sagte was ganz anderes. Er sagte, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Eine Person, der immer verzeiht, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm noch mehr Izza geben, wird ihm noch mehr Stolz geben, bedeutet Allah wird ihn erheben um Rangstufen im Paradies. Ja, Achi, du hast das falsch verstanden. Denk nicht, wenn du immer wieder verzeihst, dass du hier bei Allah schlecht dargestellt bist oder dass deine Frau dir immer wieder auf den Kopf steigt. Nein, der Prophet Muhammad hat gesagt, je mehr du verzeihst, umso mehr, was bekommst du bei Allah? Umso mehr Izza bekommst du bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Verzeihen ist eine der besten Eigenschaften, die man haben kann, liebe Geschwister. Wenn auch deine Frau dir oft gegenüber Unrecht macht, so könntest du natürlich warten bis am Tage der Auferstehung und du könntest dir dein volles Recht bei ihr holen. Denn ihr wisst, der eine, der dem anderen gegenüber Unrecht macht, Yaumul Qiyamah ist der Tag der Abrechnung. Du wirst dort deine Hasanat von dieser Person nehmen und deswegen könnte diese Person in das Höllenfeuer gehen. Wal-iyadu billah, möge Allah uns nicht zu den Ungerechten zählen lassen. Das heißt, wenn du weißt, deine Frau hat dir gegenüber Unrecht gemacht, natürlich, du könntest sagen, ich warte bis Yaumul Qiyamah, dann nehme ich mein Recht. Nein. Aber das ist nicht die beste Methodik. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَمَنْ أَصْلَحَ فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Derjenige aber, der verzeiht und sich bessert, so liegt sein Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet das, liebe Geschwister? Das bedeutet, du hast die Wahl, die paar Hasanat, die gezählten Hasanat von deiner Frau zu nehmen, weil sie dir Unrecht getan hat. Oder du hast die bessere Methodik hier zur Wahl, dass du ihr verzeihst in der Dunya und Allah wird dir für das Verzeihen unendlich viele Hasanat geben. Wähle aus. Wähle aus. فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Derjenige aber, der vergibt und sich bessert, so liegt sein Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah azza wa jalla sagt, und dass ihr verzeiht, ist der Gottesfurcht näher. Das bedeutet, das ist besser für dich, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. So sollen sie vergeben und verzeihen. Wollt ihr denn nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch verzeiht? وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ. Und Allah ist der Allvergebende, der Barmherzige. Sieh zu, dass du nicht einen Streit mit deiner Frau hast. Und wenn es zu einem Streit kommt, dann versöhnt euch schnell wieder. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. Allah subhanahu wa ta'ala eröffnet die Tore des Paradieses an jedem Montag und an jedem Donnerstag. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam an welchen Tagen immer gefastet? Montag und Donnerstag, damit diese Taten zu Allah subhanahu wa ta'ala hochsteigen. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, jeden Montag und Donnerstag werden die Tore des Paradieses geöffnet. Und es wird jedem Diener vergeben, der Allah subhanahu wa ta'ala nichts beigesellt, keinen anderen Partner neben Allah anbetet. Illa rajulan kanat baynahu wa bayna akhihi shahna. Außer einer Person zwischen ihm und seinem Bruder, hier auch Schwester oder Ehefrau, zwischen ihnen war eine Fehde. Das bedeutet ein Krieg, ein Streit, etwas, was zwischen diesen beiden Herzen gewesen ist. فَيُقَالُ أَنْذِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَ. So wird gesagt zu den Engeln, wartet, öffnet für sie noch nicht die Tore des Paradieses, bis sie sich versöhnen. Bis sie sich versöhnen. Und normalerweise würden deine Taten aufsteigen, aber in diesem Falle steigen deine Taten nicht auf. Es ist eine Blockade, eine Sperre, bis du dich wieder mit deiner Frau versöhnst. Möge Allah uns diese Kraft geben. Dieses gilt für Streitigkeiten in der Dunya, liebe Geschwister, dass man auch sich versöhnt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Und diejenigen, die einander verzeihen, ihren Groll unterdrücken, und Allah subhanahu wa ta'ala erliebt die Gutestuenden. Schaut mal, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal gemacht hat. Ihr wisst, einige schmutzige Zungen haben über Aisha radiallahu anha gesagt, dass sie Unzucht gemacht hat, wal-iyadu billah, mit einem fremden Mann. Und das ist eine gewaltige Behauptung. Ja, sogar, liebe Geschwister, wer heutzutage sagt, Aisha hat Unzucht gemacht, wie einige schmutzige Zungen von den Schia, möge Allah sie rechtleiten und ihre Zungen säubern, so sollen sie wissen, derjenige, der dieses behauptet, ist ein Kafir geworden. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala hat Aisha freigesprochen von wo? Von über den sieben Himmeln. Mit wie viel Ayat? Mit wie viel Ayat?
Nein. Mit 10 Ayat. Allah hat sie freigesprochen, dass sie dieses Schändliche nicht gemacht hat. Mit 10 Ayat. Was sagen diese Verbrecher trotzdem, obwohl Allah sie freigesprochen hat? Sie hat was gemacht? Sie hat Zina gemacht. A'udhu billah. Und einer hat mir berichtet, im Iran gibt es Bordelle, die nennen diese Bordelle Aisha. Na, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aber hier sieht man den Schmutz, der in ihren Herzen lagert, liebe Geschwister. Wie kann man auch anders, wallahi, wenn ich diese Leute sehe, ich sehe nur Schwärze in ihren Gesichtern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute nach ihrer Absicht belohnen. Nach ihrer Absicht belohnen. Deswegen, wir reden das Beste über Aisha radiallahu anha. Die schmutzigen Zungen haben gesagt, Aisha hat Unzucht gemacht. Und so hat sich das Gespräch verbreitet. Und ihr kennt das. Subhanallah al-Azim, wenn es um Wissen geht, das verbreitet sich nicht. Aber wenn es eine Fitna gibt, ja, der Bruder hat Streit mit dem Bruder, wer weiß das dann innerhalb von 10 Minuten? Die gesamte Stadt. Das Wissen kriegt keiner mit. Wie streicht man über die Socken? Wie macht man dieses, jenes? Keiner kriegt das mit. Aber gibt es einen Streit zwischen einem Bruder und einem Bruder oder einer Schwester und einer Schwester oder Scheidung hier oder sonstiges? Subhanallah. Dann ist dieses sofort verbreitet unter den Leuten, die Geschwister. Und so kam das Gespräch auch zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an. Und ihr müsst euch vorstellen, er war der Prophet. Er war das Oberhaupt. Niemand ist höher in der Stellung als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und es ging hier auch um seine Ehre. Man sagte ihm, Aisha, deine Frau hat Unzucht gemacht, wal'iyadu billah, und er hat bis dato, bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Offenbarung bekommen. Also, er hat das Gespräch der Leute gehört, aber von der anderen Seite wusste er noch nicht, ob sie das wirklich gemacht hat oder nicht. Aisha radiallahu anha, sie hat gemerkt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war in dieser Zeit anders zu ihr. Weil sie kannte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, voller Barmherzigkeit, sehr liebevoll. Er war immer noch barmherzig zu ihr, aber sie hat trotzdem, und eine Frau merkt das. Wenn mein Mann nicht so ist, wie er sonst immer ist, dann merkt eine Frau das. Und Aisha radiallahu anha, sie hat das gemerkt, dann hat sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam gebeten, dass sie einen Monat zu ihren Eltern geht, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihr das erlaubt. Aber überlegt mal, das Gespräch war immer noch da. Und eines Tages geht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihren Eltern, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anha und seine Ehefrau, und Aisha war zu Hause. Dann setzt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich neben ihr, und er wusste immer noch nicht, ob sie wirklich Unzucht gemacht hat oder nicht. Hadith ist bei Imam Muslim authentisch. Er sagte: "Wa in kunti al-mamti bi dhanb, fastaghfirillah wa tubi ilayh, fa innal 'abda idha i'tarafa bi dhanb thumma tab, tab Allahu alayh." Subhanallah al-Azim. Er saß neben Aisha radiallahu anha. Er wusste immer noch nicht, ob sie Unzucht gemacht hat oder nicht. Er sagte zu ihr: "Wenn du schuldig bist, dann bitte Allah um Vergebung. Denn der Diener, der Allah um Vergebung bittet, so wird Allah Azza wa Jalla ihm vergeben." Allahu Akbar. Bitte sagt mir, wer von uns hätte hier nicht Murat angerufen? Murat, hör mal, längste Dönermesser. Beeil dich. Und dann hätte man einen neuen Dönerstand gemacht mit dieser Frau. Subhanallah, aber schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er war, diese volle Barmherzigkeit. Man kann sich das nicht vorstellen. Überleg mal nur, dass du nur denkst, deine Frau hätte eine Affäre. Man sagt noch nicht mal, dass sie mit jemandem Unzucht gemacht hat. Wie du hier platzen würdest. Aber so war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen war er viel, viel anders als wir, liebe Geschwister. Und wer traut sich zu sagen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam keine Ehre hatte? Wallahi, wer sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keine Ehre? Er ist der ehrenloseste Mensch. Wallah, er ist der ehrenloseste Mensch. Und subhanallah, du kannst Spaß machen mit deiner Frau, und es gibt auch manchmal Situationen, wenn man sich gestritten hat, dann ein kleiner Witz erlöst dieses Problem. Naam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns auch erlaubt, dass wir in drei Fällen lügen. Und eine davon hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns genannt: "Wa hadithul rajul imra'ata wa hadithul imra'a zawjaha." Dass der Mann der Frau gegenüber etwas sagen kann, was nicht stimmt. Zum Beispiel, er sagt ihr: "Du bist die schönste Frau der Welt für mich. Aber du musst dabei ernsthaft aussehen. Sonst merkt sie das. Das ist ja auch nicht doof." Na, der Mann kann zu der, aber auch die Frau kann zu dem Mann sagen: "Hast du abgenommen? Kommst du jetzt in Raten?" Ne? Obwohl, subhanallah, die Baklava hat ihn nicht wirklich dünn gemacht. Aber das ist, liebe Geschwister, schaut mal, in welchen Fällen der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Lüge, das ist keine richtige Lüge eigentlich, die Lüge erlaubt hat, damit die Herzen wieder zusammenkommen. Oder auch bei einer anderen Situation, wenn es Streit gibt zwischen einem Bruder und einem Bruder, dann darf man hier zu dem Bruder gehen und sagen: "Achi, dieser Bruder redet nur das Beste über dich, und er wünschte sich so gerne, dass ihr beide wieder zusammen seid." Man kann hier etwas sagen, was vielleicht auch nicht stimmt. Warum? Mit dem Ziel, die Herzen zusammenzubringen. Aber manche, der geht zu ihm hin, der sagt ihm:
Boah, da ist was, das wusstest du gar nicht. Und dann gießt er noch Öl ins Feuer rein und subhanallah, a'udhu billah, und er hat hier noch mehr Fitna gestiftet. Liebe Geschwister, eine Frau, sie möchte spüren, dass man sie liebt. Und der Prophet Muhammad sallam, er wusste sogar, wann Aisha radiallahu anha mit ihm zufrieden war, und er wusste, wann sie auf ihm böse war. Er sagte zu ihr, zu Aisha radiallahu anha, inni a'lam, idha kunti anni radiya, ich weiß, wann du mit mir zufrieden bist. Wa idha kunti alayya ghadba, und ich weiß auch, wann du mit mir zornig bist. Sie sagte Aisha radiallahu anha, min ayna ta'rifu dhalik, woher weißt du das, wann ich mit dir zufrieden bin und wann ich auf dich sauer bin? Er sagt, amma idha kunti anni radiya, wenn du zufrieden mit mir bist, fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad, dann sagst du beim Herrn von Muhammad. Wa idha kunti ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim, dann sagst du beim Herrn von Ibrahim. Dann sagst du nicht beim Herrn von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern beim Herrn von Ibrahim. So wusste er, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie mit ihm zufrieden war oder sauer auf ihn war. Liebe Geschwister, die Frauen arbeiten sehr viel im Haushalt und das ist nicht immer leicht, wie ihr wisst, und vor allen Dingen, wenn man mehrere Kinder hat. Du solltest auch manchmal sitzen und deine Frau liebevoll und verträumt angucken, während sie in der Küche das Essen macht. Natürlich, sie weiß nicht, dass du dich mehr auf das Essen freust, als sie anguckst. Aber es geht darum, dass sie auch ein Gefühl bekommt, dass du, subhanallah, sie immer noch begehrst und dass du sie immer noch liebst. Und schenk ihr etwas. Viele Männer schenken ihre Frauen nicht genug Geschenke. Das heißt nicht immer, dass es etwas Teures sein muss, liebe Geschwister. Wallahi, manchmal kann etwas Einfaches die Frau glücklich machen. Und daher brauchst du nicht immer etwas Teures. Man schenkt etwas, was man selber benötigt. Das ist immer das Beste, weil du das selber brauchst. Bedienst du das so lange, bis sie sagt, hier kannst du das haben. Alhamdulillah. Spiele mit ihr. Spiele mit deiner Frau. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mit Aisha radiallahu anha gespielt. Einmal war er mit ihr zusammen und die Sahaba waren auch mit ihnen. So sagte er zu den Sahaba radiallahu anhum, geht vor, lauft vor, dann sind sie vorgegangen und dann hat er mit ihr Wettrennen gemacht. Schaut mal, subhanallah al-azim, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat mit ihr Wettrennen gemacht. Einmal hat sie gewonnen beim Wettrennen, sie hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überholt und später, als sie aber etwas an Gewicht zugenommen hat, hat er gegen sie gewonnen. Liebe Geschwister, du sollst Spaß machen mit deiner Frau, spielen mit deiner Frau. Wisst ihr sogar, dass dieses belohnt wird von Allah? Allahu Akbar. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب. Jede Sache, die Spiel und Ablenkung ist, hat nichts mit dem Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala zu tun, illa an yakuna arba'a, außer vier Dinge. Und er nannte eine Sache, mula'abatu rajuli imra'ata, dass ein Mann mit seiner Frau spielt, er wird dafür belohnt, als ob er Ibadah macht. Allahu Akbar. Wenn du spielst mit deiner Frau, das ist so, als ob du Ibadah machst und du wirst belohnt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Weil subhanallah, liebe Geschwister, es gibt Männer, die sind die gesamte Zeit gegenüber ernst. Die sind die gesamte Zeit ernst gegenüber ihren Frauen. Die machen weder einen Spaß, yani, du musst ihn schon treten, damit er seinem Mundwinkel einen Drall nach oben gibt. Der kriegt das nicht hin. Der hat nicht mal ein Viertel Lächeln übrig. Und das ist nicht von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir sagen jedem Mann, warst du ernsthafter als der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Natürlich nicht. Aber schaut mal, auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat mit den Frauen gespielt und er hat mit ihnen Spaß gemacht. Und das solltest du auch tun. Bi'idhnillahi sami'il alim. Und ein Mann sollte sich auch für seine Frau hübsch machen. Leider sehen wir das. Viele Brüder, die später, alhamdulillah, praktizierend werden und sich ein Bart wachsen lassen, manchmal kannst du den Bart nicht unterscheiden von den Achselhöhlen haben, weil er nichts pflegt. Er lässt sich einfach so gehen. Er sagt, ach, jetzt bin ich sowieso praktizierend, dann kann ich meinen Bart einfach ungepflegt lassen. Wir sagen nicht, dass du keinen Bart haben sollst. Natürlich, das ist Pflicht im Islam. Aber er lässt seinen Bart ungepflegt. Er macht zum Beispiel keinen Öl rein oder er pflegt sein Bart nicht schön und er achtet überhaupt nicht mehr auf sein Aussehen. Sein Gewicht steigt und steigt und steigt, sodass das Bett ihn auch nicht mehr aushält. Subhanallah. Und dann schaut mal, was Ibn Abbas radiallahu anh gesagt hat, und er wurde vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzogen. Und Ibn Abbas war die Tinte des Islam. Das heißt, wenn man nach Wissen gefragt hat, hat man nach Ibn Abbas gefragt. Er sagte, inni la uhibbu an atazayyina للمرأة. Ich liebe es, mich hübsch zu machen für eine Frau. كما أحب أن تتزين لي. So wie ich es auch liebe, dass sie sich für mich hübsch macht. Ich mache mich für sie hübsch und sie macht sich für
Mich hübsch, natürlich. Ein Mann liebt eine schöne Frau. Aber heißt es jetzt, eine Frau hat gar keine Begierde? Ja, nee, die soll dich von einem Mob unterscheiden können. Kennt ihr diesen Besen, diesen Mob? Ja, die will doch wissen, ob du etwas anderes bist als dieses. Deswegen pflege dich, mach dich hübsch, tu dir Parfüm drauf. Und Allah hat dir doch viele Möglichkeiten gegeben, wie du dich schmücken kannst. Wenn du mit deiner Frau isst, dann zeig ihr deine volle Liebe. Schaut mal, was Aisha radiallahu anha gesagt hat. Kana Rasulullah. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yu'tini al-Azm, er hat mir den Knochen gegeben. Aber nicht jetzt dir einen Knochen, einfach so. Da war Fleisch dran natürlich. Wir sagen Azm, aber da ist Fleisch dran. Nicht, dass man sagt, A'udhu billah, der hat dir einfach einen Knochen gegeben. Das war immerhin seine Ehefrau. Sie sagte, Yu'tini al-Azma wa ana ha'id, während ich menstruierend war. Thumma ya'khudhu. Thumma ya'khudhu, dann hat er diesen Knochen genommen. Hatta yada'fah. Er hat den Knochen so lange gedreht, bis er an die Stelle gekommen ist, an der ich abgebissen habe, so hat er auch an derselben Stelle abgebissen. Sallallahu alaihi wasallam. Er hat von derselben Stelle abgebissen und sie war menstruierend. Warum sagt sie, dass sie war menstruierend? Weil es gibt eine bestimmte Religionsgemeinschaft, liebe Geschwister, wenn ihre Frauen menstruierend waren, dann haben sie sie verbannt. Sie haben sie sozusagen in ein extra Haus schlafen lassen. Sie wollten nichts mit ihnen zu tun haben. Aber der Prophet sallam hat uns beigebracht, dass wir ganz anders sind als andere Leute. Subhanallah, selbst wenn du einen Bissen in den Mund deiner Frau reinlegst, so ist dieses für dich eine Sadaqa, aber ein Bissen, den sie schlucken kann. Nicht so ein Riesenbissen, an den sie sich verschluckt. Liebe Geschwister, und das ist jetzt ein wirklich sehr, sehr ernstes Thema, und ich bitte, dass die Geschwister gut darauf achten und gut zuhören. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat niemals seine Ehefrauen geschlagen. Hat niemals seine Ehefrauen geschlagen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزُهُنْ فَعِذُوهُنْ فَعِذُوهُنْ وَهْجُرُوهُنْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنْ آخِرْ شَيْءٍ. Und diejenigen, deren Ungehorsamkeit ihr befürchtet, das bedeutet der Mann gegenüber der Frau, wenn er sieht, die Frau ist ihm gegenüber ungehorsam, ermahnt sie. Ermahnt sie. Mit was? Mit dem Buche Allahs. Schau mal, meine Frau, du hast Pflichten mir gegenüber. Du musst mir gehorchen. Natürlich in Sachen, die halal sind. Nicht in Sachen, die haram sind. Du musst mir gehorchen. Wenn man sie oft daran erinnert hat und es gibt keine festgesetzte Zeit, dann meidet sie. Meidet sie wo? Im Ehebett. Meidet sie im Ehebett. Das heißt, selbst wenn man im selben Bett schläft, jeder seine eigene Decke. Es geht darum, dass die Frau merken soll, es ist nicht besonders rosig momentan für sie. Das ist die zweite Stufe. Und die dritte Stufe, und so schlagt sie, und dieses wurde uns erklärt von den Salaf-Gelehrten, das Schlagen hier bedeutet, wie Ata radiallahu anhu wa Arda ibn Abbas gefragt hat, er sagte, Ma darbu ghayrul mubarrih. Was ist das Schlagen, ohne weh zu tun? Dann sagte ibn Abbas radiallahu anhu, bis Siwak wa Nahwi, dass man mit einem Siwak sie schlägt. Was ist ein Siwak? Dieser Zahnstock. Der wiegt vielleicht 30 Gramm. Schreibt das nicht auf Presse. Sonst sind wir böse Terroristen. 30 Gramm, das bedeutet, das wiegt mehr als ein Siwak. Der Siwak wiegt vielleicht 30 Gramm. Es geht nicht darum, dass man sie schlägt. Es geht nur darum, dass sie merken soll, sie hat die Grenze überschritten. Natürlich, es gibt auch große Siwak. Wir haben letztens einen Bruder gesehen, der hat so einen Siwak gehabt. Der ist nicht gemeint. Ja? Wir meinen den normalen Siwak. Ich denke, der war böse auf seiner Frau, deswegen hat er einen riesen Siwak gekauft. Und schaut mal, subhanallah al-azim, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns hier eine Reihenfolge gegeben. Eine Reihenfolge vorgegeben. Welche war sie? Erstmal, ermahnt sie. Zweitens, meidet sie im Ehebett. Drittens, schlagt sie. Und die Fuqaha sagen, die Rechtsgelehrten sagen, وَهَذَا التَّرْتِيبُ وَاجِبْ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَةِ. Und diese Reihenfolge ist bei den meisten Gelehrten Pflicht. Das heißt, womit sollst du nicht anfangen? Mit dem Schlagen. Mit dem Schlagen. Weil wir haben Experten heute, die lesen nur einen Teil der Eier und schlagen sie, sagt er. Und dann geht er auf seine Frau. Das möge Allah uns bewahren. Erstmal, das Schlagen kommt an letzter Stelle. Und zweitens, das Schlagen ist nicht so gemeint, wie du gerade denkst. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat uns eine schwere Androhung gegeben. Und vielleicht wird er dein Gegner,
Allahu Akbar. Am Tage der Auferstehung sein. Er sagte sallallahu alaihi wasallam über diejenigen, die die Frauen schlagen und auch die Waisen nicht gut behandeln. Ein Weiser, der einen Teil von den Eltern nicht hat, liebe Geschwister, er sagte: Allahumma inni uharriju haqqa al-da'ifain al-yatim wal-mar'a. O Allah, ich werde für die Rechte von diesen beiden Schwachen eintreten, Yawmul Qiyamah, von einem Waisen und von einer Ehefrau, von einer Frau, von einem Waisen und von einer Frau. Bedeutet, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wird dich als Gegner haben, wenn du deine Frau schlecht behandelt hast, denn er wird dir die Sache eng machen, so hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das gesagt. Liebe Geschwister, sogar manche Ehemänner, die schlagen ihre Frauen im Gesicht, wal'iyadu billah, wo der Prophet Muhammad sallallahu gesagt hat, la tadrib al-wajh, schlage nicht in das Gesicht, wa la tuqabbil, und sage nicht, Allah, o Allah, mögest du diese Frau hässlich machen. Aisha radiallahu anha hat gesagt, مَا دَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شَيْئًا قَطْ بِيَدِهِ وَلَا إِمْرَأَ وَلَا خَادِمَ. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat niemals, niemals, subhanallah, ausnahmslos, keine Ehefrau von ihm geschlagen und auch nicht, liebe Geschwister, eine Dienerin, und es gibt eine Überlieferung, und auch nicht mal ein Maultier. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war so barmherzig, er hat sie niemals geschlagen. Und An-Nawawi rahimahullah ta'ala sagt, es ist besser, wenn es auch erlaubt ist, eine Frau zu schlagen. Wir haben gelernt, was hier das Schlagen bedeutet. Und ich übersetze es lieber mit Tadeln. Denn Schlagen im deutschen Sprachgebrauch hat ganz andere Bedeutung. Das bedeutet negativ oder positiv Schlagen hier im Deutschen? Negativ. Natürlich negativ. Deswegen sagen wir Tadeln, weil das richtig übersetzt wäre in diesem Zusammenhang. Liebe Geschwister, das Schlagen ist nicht so gemeint, wie viele Leute sich das fälschlicherweise vorstellen. Sie wünschten sich, dass dieses Schlagen so wäre, aber die Religion ist nicht nach unseren Gelüsten gekommen, sondern rein nur nach dem Beweis. Und auch eine Sache, die viele Männer machen, gehöre nicht zu diesen Männern, die bei jeder Gelegenheit ihrer Frau sagen, du bist geschieden, du bist geschieden, du bist geschieden. Schaut mal diese Androhung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bezüglich derjenigen, die lasch, die ganz locker mit Scheidung umgehen. So wurde ihm berichtet, sallallahu alaihi wasallam, dass ein Mann seine Frau einfach mal so dreimal hintereinander geschieden hat. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أَيُلْعَبْ بِكِتَابِ اللَّهِ, spielt er etwa mit dem Buche Allahs, وَأَنَا بَيْنَ أَذْهُرِكُمْ, und ich bin zwischen euch, حَتَّى قَالَ رَجُلْ, bis eine Person dann aufgestanden ist und gesagt hat, يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُ, O Gesandter Allahs. O Gesandter Allahs, soll ich ihn töten? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht mehr geantwortet. Allahu Akbar. Das bedeutet, dass wir nicht damit spielen. Du bist geschieden, du bist geschieden. Und manche sagen das zum Spaß. Du solltest wissen, derjenige, der auch zum Spaß sagt, du bist geschieden, so ist das, hä? So ist das gültig. So ist das gültig. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte uns, ثَلَاثَةٌ جِدُّهُن جِدٌ جِدُّهُن جِدٌ وَهُزْلُهُن جِدٌ النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالرَّجْعَة. Es gibt drei Fälle, in denen das Ernste ernst ist und der Spaß auch ernst ist. Was sagt er zu seiner Frau? Hör, du bist geschieden. Dieser Spaß, den er gemacht hat, ist was geworden? Ist ernst geworden. Und der Spaß ernst ist, die Heirat, die Scheidung, und wenn man die Frau wieder zurücknimmt, hier gibt es keinen Spaß. Wenn du das auch auf Spaß sagst, so ist das gültig, wie die Gelehrten sagen. Eine Person sagt zu seiner Frau im Spaß, du bist geschieden, sie ist geschieden. Deswegen aufpassen, liebe Geschwister, das ist kein Spiel. Gibt es keine besseren Wörter als Scheidung? Subhanallah al-Azim. Ist das das beste Wort, was du gefunden hast diesbezüglich? Daher hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns allen eine Anleitung gegeben, wie wir mit den Ehefrauen umgehen müssen. Und es ist, liebe Geschwister, wallahi, und jeder sollte das verstehen, man lebt mit dieser Frau von morgens bis abends zusammen. Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Und das ist nicht immer eine leichte Sache, richtig. Und es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich mit einer Frau prüft, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Und es gibt welche unter euren Frauen und unter euren Kindern, sie sind euch Feind. Sie sind euch Feind. Subhanallah al-Azim.
Das bedeutet, Allah kann dich prüfen mit einer Frau, obwohl du gläubig bist. Und du hast Istikhara gebetet, dann hast du eine Frau geheiratet, aber diese ist eine völlige Prüfung. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala möchte dich durch diese Prüfung von den Sünden reinigen. Na, und da gehört auch manchmal Geduld dazu, liebe Geschwister. Aber natürlich, die Ehe, wenn sie auch nicht die beste Lösung ist, natürlich nicht. Und der Islam macht das eigentlich nicht, aber wenn es manchmal nicht anders geht, dann geht es nicht. Das ist auch falsch, was manche Leute heutzutage machen. Die sagen, nein, wegen den Kindern bleiben wir zusammen. Aber die Kinder, wenn sie diese Beziehung zwischen dem Mann und der Frau sehen, liebe Geschwister, die werden einen Schaden davontragen. Und daher ist es manchmal besser, natürlich nachdem man das berät und mit Leuten des Wissens spricht, dass es auch zu einer Scheidung kommt, damit man auch den Kindern keinen negativen Eindruck für ihr weiteres Leben gibt, liebe Geschwister, denn das ist sehr, sehr wichtig, weil subhanallah al-Azim, ein Kind, es merkt, wallahi, es merkt, auch wenn es klein ist, ob zwischen dem Vater und der Mutter alles in Ordnung ist. Und deswegen, wenn der Mann die Frau gut behandelt, dann das Kind freut sich, du merkst, er ist zufrieden. Aber wenn er sieht, der schlägt seine Mutter und dies und das, dann merkst du auch, wie das Kind sich verändert. Und das ist nicht schön, liebe Geschwister. Wallahi al-Azim, wir hören von Brüdern, wal-Iyadu billah, möge Allah uns bewahren, die haben Bärte bis zu den Schößen und die schlagen ihre Ehefrau jeden Tag zusammen vor den Augen ihrer dreijährigen Kinder. Ich meine, dieser Bart, was hat der für eine Bedeutung bei diesem Mann? Einfach so, ein Bart und das war's. Der Weihnachtsmann hat auch einen Bart. Aber die Frage ist, was hat dieser Bart bei dir bewirkt? Was hat dieser Glaube bei dir bewirkt? Bist du jetzt besser geworden in deiner Religion? Oder Frauen, a'udhu billah, die hat einen Niqab und die raucht vor ihren Kindern und die redet schlechte Worte, telefoniert mit ihren Freundinnen und dabei, a'udhu billah, über welche Themen sie redet. Was ist das? Hat das uns der Islam beigebracht? Du möchtest doch, dass deine Kinder gut und behütet aufwachsen. Dann solltest du auch lernen, dass du das beste Verhalten gegenüber den Kindern zeigst. Liebe Geschwister, die Kinder kriegen die Sachen mit. Wallahi al-Azim, glaubt nicht, dass sie, weil sie klein sind, nichts verstehen. Doch, sie verstehen schon eine Menge. Sie verstehen schon eine Menge. Du kannst mal nur zum Spaß versuchen, geh mal auf deine Frau so rasch los, aber ohne, dass du wirklich losgehst. Und dann siehst du, das Kind, es erschrickt auf einmal. Und dann läuft er sofort in Richtung Mutter und stellt sich vor ihr. Subhanallah al-Azim. Und erst vielleicht noch 2 oder 3 Jahre. Probier das mal aus. Der versteht das schon. Der weiß schon, was dieses bedeutet. Daher muss man sehr, sehr aufpassen, dass man auch, wenn man einen Streit hat, dieses nicht vor wen austrägt? Vor den Kindern, liebe Geschwister. Und meistens seht ihr Kinder, die viel Schlechtes in der Ehe mitbekommen haben von ihren Eltern. Später sind sie so geworden wie ihre Eltern, weil das ist bei ihnen sitzen und hängen geblieben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, möge Allah azza wa jalla uns zu guten Ehemännern machen. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.